Lieber Herr Rektor, Pater Wolfgang, liebe Mitbrüder im Priesteramt, liebe Seminaristen, liebe Studierende, liebe Schwestern und Brüder hier in unserer Kapelle und alle, die mit uns verbunden sind. Dieses Monatsende des Monats August, das beschenkt uns mit einigen ganz großartigen heiligen Festen und Gedenktagen. Vorgestern, da haben wir mit der heiligen Monika sozusagen die Macht des inständigen Gebetes betrachten dürfen und hier in unserer Katharinenkapelle auch all jene dann in die heilige Messe eingeschlossen, die mit ihrem Gebet und Opfer unsere Seminaristen auf dem Weg zum Priestertum stärken und begleiten, so wie wir es auch in dieser Messe wieder tun, alle Wohltäter der Priesterausbildung auch wieder ganz fest heute dem Herrn anempfehlen. Gestern hätte der heilige Augustinus, dieser großartige Bischof und Kirchenlehrer, der Sohn der Monika, seinen Gedenktag begangen und in zwei Tagen wieder ein Gedenktag der Bischof und Märtyrer Paulinus von Trier, der beinahe ein Zeitgenosse des heiligen Augustinus war, so circa 50 Jahre vorher hat er gewirkt. Und heute, mittendrin, schauen wir sozusagen 2000 Jahre zurück auf den heiligen Johannes den Täufer. Wir wissen es, im römischen Kalender ist er der einzige Heilige, von dem wir sowohl die Geburt am 24. Juni als auch den Tod durch das Martyrium feiern. Außer bei ihm geschieht das nur bei der seligen Jungfrau Maria und natürlich bei unserem Herrn und Heiland Jesus Christus selber. Wir wissen natürlich nicht den Tag, an dem Herodes diese schreckliche Tat angeordnet hat. Der heutige Gedenktag geht zurück auf die Weihe einer Krypta in Sebaste in Samaria, wo bereits in der Mitte des 4. Jahrhunderts das Haupt des heiligen Johannes des Täufers verehrt wurde. Und dann dehnte sich der Festtag unter dem Titel Enthauptung Johannes des Täufers dann auf Jerusalem, auf die Kirchen des Ostens und schließlich auch nach Rom aus. Und es wird im römischen Martyrologium auch eine zweite Auffindung der kostbaren Reliquie erwähnt, die bei dem Anlass dann in die Kirche San Silvestro a Campo Marzo in Rom überführt wurde. Durch diesen Blick in die Geschichte dieses heutigen Gedenktags können wir erkennen, wie alt und wie tief verwurzelt die Verehrung des heiligen Johannes des Täufers in unserer Kirche schon ist. Und wir kennen seine unersetzliche Rolle, wie sie in den Evangelien beschrieben wird. Der heilige Lukas, dem wir auch das Kindheitsevangelium Jesu verdanken, spricht über seine Geburt. Johannes ist das Geschenk Gottes, um das seine Eltern Zacharias und Elisabeth sehr, sehr lange gebetet haben. Und weil sie schon im hohen Alter waren, wagten sie kaum noch darauf zu hoffen, insbesondere auch aufgrund der Unfruchtbarkeit der Elisabeth. Denken Sie auch, dass genau diesen Moment der Unfruchtbarkeit der Erzengel dann der seligen Jungfrau Maria als Argument gibt, um zu sagen, bei Gott ist nichts unmöglich. Die Ankündigung der Geburt dieses Kindes geschieht an einem ganz besonderen Ort, nämlich am Ort des Gebetes im Tempel von Jerusalem. Und sie geschieht, als seinem Vater Zacharias dieses große Vorrecht zufällt, vermutlich einmal im Leben in das Allerheiligste des Tempels eintreten zu dürfen, um dem Herrn das Rauchopfer dort darzubringen. Und auch die Geburt des Täufers ist vom Gebet geprägt. Wir kennen es, Zacharias erhebt anlässlich der Geburt seines Sohnes dann den Gesang des Lobpreises und des Dankes, das Benediktus. Jeden Morgen singt die Kirche in den Laudes im Morgengebet diesen Lobgesang des Zacharias. So kostbar ist uns dieses Gebet geworden. Zacharias hat da das Wirken Gottes in der Geschichte gepriesen und prophetisch aber auch auf die Sendung seines Sohnes Johannes verwiesen, nämlich diesem menschgewordenen Gottessohn Jesus voranzugehen und ihm den Weg zu bereiten. Und Lukas beschreibt uns dann auch weiter sein Leben und Wirken. Johannes der Täufer beginnt, so können wir das einordnen, mit seiner Verkündigung unter Kaiser Tiberius im Jahre 27, 28 nach Christus. Und er fordert die Menschen, die da an den Jordan gekommen sind, auf, einfach den Weg für die Aufnahme des Herrn zu bereiten. Die krummen Wege des eigenen Lebens
gerade zu machen, einzuebnen, so manche Ecken und Kanten auszubügeln, könnten wir sagen, durch eine radikale Umkehr des Herzens und diesen Moment auch damit zu besiegeln, indem sie dort im Wasser des Jordan untertauchen. Eine Aufforderung, die auch heute, 2000 Jahre später, genauso aktuell ist wie damals. Aber Johannes beschränkt sich nicht darauf, nur Buße und Umkehr zu predigen, sondern er erkennt Jesus selber als dieses Lamm Gottes, dieses Opferlamm, das gekommen ist, um die Sünde der Welt hinwegzunehmen. Als Jesus sich selber in die Reihe der Sünder einordnet, einreiht, um selber auch diese Bußtaufe auf sich zu nehmen, da zeigt er auf ihn und sagt, seht, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Und diese Erkenntnis ist uns in der Kirche so wertvoll und kostbar geworden, dass dieser Ausruf beim Erheben der heiligen Hostie in jeder heiligen Messe bis heute ausgesprochen wird. Wir nehmen uns als Priester also nicht nur die Worte des Herrn selber zu eigen in der heiligen Wandlung, sondern wir verleihen auch kurz dem heiligen Johannes dem Täufer die Stimme und zeigen auf den Herrn in der heiligen Hostie gegenwärtig. Und zugleich erkennen wir an Johannes dem Täufer, der ja ein Verwandter Jesu ist, der ihm vorangegangen ist, eine so tiefe Demut, auf Jesus, den wahren Gesandten, einfach zu zeigen, aber selber zurückzutreten, damit Christus wachsen kann, dass Christus gehört werden kann, selber still zu werden und dass man dann Christus nachfolgen kann. Und als letzte Tat, und das ist der heutige Gedenktag, bezeugt der Täufer mit seinem Blut seine Treue zu den Geboten Gottes, ohne nachzugeben oder zurückzuweichen. Und er erfüllt so seine Sendung bis ins Letzte. Im Markus-Evangelium haben wir eben diese Stelle von seinem Tod gehört. Und der heilige Beda, der Ehrwürdige, ein Mönch des 8. Jahrhunderts, sagt in einer seiner Predigten, der heilige Johannes gab für Christus sein Leben hin, auch wenn ihm nicht geboten wurde, Jesus Christus zu verleugnen. Ihm wurde nur geboten, die Wahrheit zu verschweigen. Aber auch das hat Johannes nicht getan. Im heiligen Johannes dem Täufer dürfen wir eine große Gestalt erkennen, seine Kraft im Leiden, im Widerstand gegen die Mächtigen. Und wir dürfen die Frage stellen, woher nahm Johannes die Kraft für diese Konsequenz in seinem Leben, für seine Demut, für seine Hingabe an Gott, für seinen Mut zur Wahrheit? Die Antwort ist einfach, simpel könnten wir sagen, und schwierig zugleich. Es war seine innige Beziehung zu Gott. Es war seine Bereitschaft, sich frei zu machen von all dem irdischen Zwang, von Machtspielen der Mächtigen, vom Karrieredenken, von Kalkül und Opportunismus. Er ist für die Wahrheit eingetreten. Er hat für die Wahrheit sein Leben hingegeben. Johannes der Täufer ist aber nicht nur ein Mann des Gebets, des ständigen Kontaktes mit Gott, dieser innigen Beziehung mit Gott, sondern er ist auch einer, der uns in diese Beziehung mit Gott hineinführen kann. Bedenken wir nur, dass die Jünger Jesu ihren Herrn gebeten haben, sie beten zu lehren, so wie Johannes auch seine Jünger beten gelehrt hat. Er ist ein Lehrmeister des Gebetes gewesen für die, die zu ihm gekommen sind. Und so dürfen wir auch heute sagen, lernen wir vom heiligen Johannes dem Täufer, von seiner Liebe zu Gott und damit von seiner Liebe zur Wahrheit, von seiner unverbrüchlichen Treue, vor allem auch von seiner Bereitschaft, stets hinter den Herrn zurückzutreten, auf Jesus Christus hinzuweisen und sich niemals selber in den Mittelpunkt zu rücken. Etwas, das uns auch in der Kirche gut tut und wohltut, wenn Jesus selber die Mitte ist und nicht wir uns als Person so wichtig nehmen und davor stehen. Der heilige Johannes möge für uns Fürsprache halten, damit wir stets diesen Primat Gottes in unserem Leben zu wahren wissen, so wie er es getan hat. Und für uns als Priester und für die angehenden Priester ist er vielleicht ganz besonders Fürsprecher, eben der, der bereit ist, auf den Herrn hinzuweisen
den Herrn in die Mitte zu rücken und selber ein wenig zurückzutreten. Amen.